So, here I am back. Und es wird Zeit. Revanche. Rache. Im Finale. Für unsere letzte Niederlage im letzten Part. Und es geht los. Tudel. Ja, ich spiele jetzt, wie ihr merkt. So, damit wir direkt ins Geschehen reinkommen, ohne viel zu quatschen. Er ist dran, oder? Ja. Und jetzt. Wir sind dran. Ja, er hat wieder das gleiche gespielt wie im letzten Mal. Ja gut, dann mache ich es ebenfalls. Ich spiele auch das gleiche wie er. Warum nicht? So. So, er opfert sein Monster. Für Beschwörungsreaktor. SK. Die Karte, die uns im letzten Duell getötet hat. Die liegt aber jetzt auf dem Friedhof zu unserem Glück. Sehr schön. Und unser Zug wieder. Zieht! Mann, da ist der Zapper. Spielen wir ihn einfach mal. Der kommt zweimal. Boah, ich wusste es. Ich wusste es irgendwie in meinem Gehirn drinnen, dass er diese Falle verdeckt gesetzt hat. Das darf nicht sein. Das ist schlecht. Weg mit dir, du Schwein. Reimt sich. Und jetzt sind wir wieder dran. Wir ziehen die Schildgroßwache. Yeah. Die setzen wir verdeckt, um uns zu verteidigen. Ein Verteidigungsgen, haha, Verteidigen. Okay, schlechter wird's mal wieder von mir. Und er opfert sein Monster für einen zweiten Beschwörungsreaktor SK. Ja, unser Monster ist stärker. Das heißt, er kann seinen Angriff mal in die Hose schieben. In die Hose schieben, sagt man sowas? In die Hose schieben, ist mir jetzt einfach so in mein Gedächtnis reingekommen, oder in mein Hirn. Was heißt die Gedächtnis? Was heißt die Gedächtnishirn? Warum sagst du sowas? Kevin dreht durch. Kevin dreht durch, weil dieses Spiel so langweilig wird. Das Spiel langweilt mich. Deswegen rede ich so viel Scheiße. Er ist dran, so was macht er. Er greift unser Kleinhühnchen an. Aber das ist ja egal. Unser Monster kann nicht mit einem Monster mit 1900 Angriffspunkten oder mehr zerstört werden. So, wir sind dran. Ziehen, ziehen. Okay, wie viel Angriffspunkte? 1400. 700. Oh Mann, was machen wir denn jetzt? Die könnten wir vielleicht setzen. Allerdings haben unsere Monster nicht so eine Angriffskraft. Das wird sich wenig lohnen. So, jetzt sind wir wieder dran. Er ist dran, was rede ich hier? Oh Mann, jetzt habe ich Rechtsklick gemacht auf meinem Desktop. Naja. Oh, schon wieder. Er verstärkt sein Monster mit einem Upgrade. Ein Upgrade für sein Monster. Das eigentlich kein Monster ist, in Flammer, lol. So. Er hat 1500 Angriffspunkte. Naja, soll mir recht sein. Wir können uns ja verteidigen, aber jetzt kommt erstmal unsere Falle. Wobei, die heben uns auch auf. Endphase. Naja, was rede ich hier? Endphase. Warum habe ich Endphase gesagt? Warum hat der Kevin Endphase gesagt? Das ergibt doch keinen Sinn. Endphase mit dem Kampf. So, er kriegt erstmal 500 Damage. Nein, wir beschwören keinen, sonst kriegen wir nämlich wieder Effektschaden durch seinen Beschwörungsreaktor. So, wir ziehen Verstärkung. Da fällt mir was ein. Müssen wir aber zuerst vorbereiten. Endphase.
Er kann sein Monster zerstören. Oder zumindest seine Unionsausrüstung. Er suchte sich noch eins. Als hätte er nicht schon genug Unionsmonster. Achso, er greift nicht mit dem, er rüstet sich damit aus, sondern greift damit unser Hühnchen an. Hühnchen, ich mag Hühnchen. Hat so 300 Angriffspunkte, naja. Verteidigungspunkte. Kampf der Luschen. Ein Upgrade hat unser Hühnchen zerstört. Heute gibt es gebratenes Hühnchen, lecker, lecker. Oh Mann, warum macht er das? Das ergibt doch keinen Sinn. Aber ich weiß, was er hat. Der hat bestimmt eine Zauber auf was. Ja, wundert mich, warum hat das angegriffen. Das ist zwar eine Angriffsposition, das bringt ihm aber allerdings nichts. Vielleicht will es ja am Schluss, also vielleicht will er im nächsten Zug mit dem angreifen und verliert zwar Unmengen Lebenspunkte, aber dann kann es zerstören. Und dann verlieren wir Unmengen Lebenspunkte. Endphase. Solange die Ausrüstung auf dem Beschwörungscharakter ausgelegt ist, will ich meine Taktik noch nicht verwenden. Ich will nämlich Jutekämpfer spielen und dann da mit diesen zwei Fallenkarten ihn verstärken und sein Monster in die Verteidigung setzen. Ach, jetzt geht's eh nicht mehr, weil seins die Verteidigungskraft erhöht hat. Ja, komm, greif ruhig an. Freue mich. So, jetzt auf dem Friedhof mit deinem Monster und deiner Ausrüstung und was weiß ich noch auf dem Feld. So, alles auf dem Friedhof. Achso, es wird sogar ein Stack. Ja, okay, macht nichts. Wenn das zieht, dann wird es ein Stack. Oh, ich mies die Falle, ey, die Zauberkarte verdoppelt die Angriffspunkte aller Maschinen auf dem Spielfeld. Auf seinem Spielfeld allerdings werden dann alle zerstört in der Endphase. Och man, so viele Fallenkarten, Fall und Zauberkarten. Wir haben Golden Wachstatue verdeckt, das ist sehr schön. Und ich habe wieder vergessen, ein Synchromonster rein zu tun. Warum denke ich nicht dran? Warum habe ich nicht daran gedacht? Warum habe ich nicht daran gedacht? Und ich habe auch vergessen, welche Monster er hatte. Naja, egal. Ich glaube, einer war Zauberreaktor, habe ich gesehen. Warum sage ich wieder Endphase? Ich meine Flip. Flip. Okay. Und jetzt Endphase. Kapische. So, jetzt ist er dran. Schwarze Salve. Er will eine Synchro machen. Ja, ich schaue erst mal, was er vorhat. Wenn ich ein starkes Synchro-Monster sehe, dann ja, macht er jetzt auch Finsterjagdbombe, oder? Ja. Scheiße. 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 Egal. Darauf war ich vorbereitet. Jetzt habe ich extra meine Falle. Die habe ich extra aufgehoben für so eine Situation. Wie jetzt aber. Also. Jetzt können wir nämlich unseren Golem flippen und seinen Synchro wieder auf seinen Extra-Deck legen. So. Und zurück in die Verteidigungsposition. Jetzt kommt... Nee, kommt nicht, eben nicht. Kommt... Oh, doch, ja, verdeckt. Was soll's. Und Endphase. Und neue Musik, Pokémon Black and White Music, Waymon City. Das heißt, die neue kennt ihr ja alle schon, aber ich wollte es mal sagen, den Namen. Und er macht wieder dasselbe. Langweilig, 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 langweilig. Ja gut, Fensterjagdbombe. Langweil mich nicht mit deiner Fallen, mit deinem Synchro-Scheiße hier. Ah, machen wir es einfach mal. So, ab in die Verteidigung. Und im nächsten Zug passiert wieder dasselbe. Hast du dir selber zuzuschreiben. Und er hat wieder seine ganzen zwei Monster auf den gelegt, nur um diese Synchro-Monster zu beschwören. Also das ist eine Verschwendung. So. Ja, kommt noch ein neues Mecha-Häschen. Häschen. Ich mag Häschen. Und jetzt kommt der Effekt seines Monsters. Er opfert und fügt uns 200 mal 3 Lebenspunkte zu, also 600. So, wir sind dran. Vierstelliger Marienkäfer. Könnt ihr uns helfen?
falls er nochmal einen beschwören will. Aber zuerst weg mit dieser scheiß Gefahr. Zurück aufs Extra-Deck, bitte. Dankeschön. Danke für Ihre Kompetenz. Nun setzen wir erst einmal einen Marienkäfer weg und greifen nicht an, weil ich Angst habe, dass er irgendwelche Schandtatfallen hat. Wir können ja auch warten, bis wir unsere Harpy und Flederwisch gezogen haben und dann können wir es auch verwenden. Wir haben jetzt 12 Zauber. Dinger. Oh Mann, er will unser Monster mit dem Effekt von Zwillingsrache zerstören. Mal schauen, ob es klappt. Ich hoffe nicht, ich hoffe nicht, ich hoffe. Scheiße, 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 er greift an, aber zerstört unser vielstelligen Marienkäfer. Zerstört ein sein Monster durch den Effekt unseres eigenen Monsters. So, weg mit dir, 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 weg mit dir. Wir sind dran, wir sind dran. Jetzt rächen wir uns für den Angriff. Angriff. Scheiße, warum hab ich keinen Synchronmonster drin? Es regt mich auf, es regt mich auf, es regt mich auf, es regt mich auf. Es regt mich auf. Es regt mich sowas von auf. Jetzt fügen wir erst einmal 500 Lebenspunkte Schaden zu. Jetzt kommt Krebons in Angriffsposition. Mir egal, was er gespielt hat, ist Angriff, Angriff mit Krebons. Mit Krebons, du Bonze. Angriff, ja, er war erfolgreich. Er war so erfolgreich. Der Angriff war erfolgreich. Der Angriff war erfolgreich. Der Angriff war erfolgreich. Der Angriff war erfolgreich. Erfolgreich. Der Angriff war erfolgreich. So, jetzt kriegt er nochmal 800 Schadenspunkte. Jetzt setzen wir unsere Mauer. Und wir beenden unseren Zug, indem wir auf Endphase klicken. Er ist dran. Er ist dran, er ist dran. Was macht er jetzt? Was macht er jetzt? Was macht er jetzt? Er kriegt eine C-Marke, er kriegt eine C-Marke, die er verloren hat. Oh nein, jetzt kommt Gehirnkontrolle. Er kriegt, er zahlt erstmal Lebenspunkte und kontrolliert unseren Krebs. Oh nein, er will eine Synchro machen, er will eine Synchro machen. Er macht aber eine Tributbeschwörung und ruft sich diesen scheiß Beschwörungsreaktor schon zum x-mal wieder her. Oh nein, das ist sowas von schlecht. Jetzt opfern wir erst einmal 3000 Lebenspunkte, um den Angriff annullieren zu können. Ach komm schon, er zahlt die Hälfte seiner Lebenspunkte, um unser Fallen und in unsere Annullierung zu zerstören. Und wir haben 3000 Lebenspunkte auf uns geopfert. Das ist schlecht, er greift an, das darf nicht sein, das ist scheiße, das ist schlecht, wir verlieren 1200 Lebenspunkte, scheiße, wir haben jetzt einen Kürzeren gezogen, wir müssen etwas machen dagegen, wir ziehen am besten, das müsste, oh nein, die Falle ist nicht gut, das ist nicht scheiße, das ist nicht scheiße, ja. Scheiße. Oh mein Gott, scheiße. Ach komm, den Effekt habe ich vergessen. Oh nein. Na gut. So viel bringt es auch nicht, weil, ja, keine Ahnung, er kann es immer noch, wir haben keine starken Mods, wir spielen nur Verteidigung unser Deck. Und warum habe ich es in Angriffsposition gesetzt? Ich bin doch so ein Honk, ein H-O-N-K, scheiße. Oh mein Gott! Sehr schön! Oh fuck, nein, nicht sehr schön! Unser Monster kommt nicht an seine Angriffskraft ran. Wir haben immer noch 200 Angriffspunkte zu wenig. Kriegen wir wieder Schaden? Nein, sehr schön. Ich hätte mich jetzt aufgeregt, wenn es so wäre. Hoffentlich später sein noch ein Monster, können wir unsere Falle finden. Juhu! Ja, na komm schon. Ja, schön. Ah, leider nicht. So, ja. Oh mein Gott.
Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Ja, komm, mir fällt was ein. Zack. Hoffentlich klappt's. Zack. Warte. Ach, ich wollte noch Kette Verstärkung auf den aktivieren. Hätten wir sein Monster sogar zerstören können. Das hätte man ja auch. Ist eine Falle, ne? Das ist doch so ein Trickspiel. Es regt mich auf, es regt mich auf, es regt mich auf. Dieses Spiel, das regt mich auf. Wenn wir ein Monster spielen, als Tribut oder was weiß ich für eine Beschwörung, dann werden wir verlieren, weil wir verlieren nur 800 Lebenspunkte. Jetzt können wir hoffen, dass unsere Dedekriegerin angreift. Bitte greif die Dedekriegerin an, sie wartet auf dich, da hast du eine neue Freundin. Ach, er hört nicht auf meinen Rat. Er hört nicht auf meinen Rat, er zerstört unseren Matasa, der Zapper. Die wir schon längst aus unserem Deck entfernt hätten sollen. Jetzt sind wir wieder dran. Boah, egal was kommt, wir werden uns retten. So, jetzt können wir nur hoffen, dass es funzt. Ansonsten erleben wir ein schwarzes Ende. Jetzt kommt schwarze Salbe. Na gut, er greift an. Zack. Effekt aktiviert sich. Ich sagte, Effekt aktiviert sich. Danke. Und zurück auf die Hand, bitte. Und ja. Oh, jetzt, wenn der Angriff jetzt klappt, gewinnen wir. Kommt schon, drückt mir die Daumen. Kein Kommentar, kein Kommentar, kein Kommentar. Dieses Monster zerstört einen. Ein Monster mit ein... Ein Glück, hätte er Monster gespielt, hätte er gewonnen. Mit ziemlicher Sicherheit. Na toll, die bringt uns momentan nichts. Wir brauchen ein Monster. Am besten eins mit 1500 Angriffspunkten. Nein! Wir haben verloren! Nein! Ich bleib hartnäckig, ich mache das jetzt so lange, bis wir es schaffen. Und selbst wenn es ein Millionen Stunden Part wird, okay, ich übertreib's. Ich bin aber jetzt ein bisschen angepisst wegen dieser Scheißboden auf dem Fallgrube. Scheiß! Scheiß Bodendose! Bodendose! Fallgrube! Erstmal mal Tase Zapper raus, wo ist denn der? Hier. Das, wir haben sogar zwei drin. What the fuck? Warum habe ich die zwei rein? Das musst du mir später anschauen, dieses Video. Warum hat der Idiot Kevin diese zwei Scheißkarten in seinem Deck rein? Jetzt mache ich mal ein bisschen auf Verteidigung. So, höchste Verteidigung und möglichst vier Sterne, wenn es geht, danke. Das ist mein Kommentar. Ich sag Hallöchen, willkommen in Japan! Rechner. Kalkulieren wir mal meine Erfolgschancen. Ich die Bezahl Erfolgschancen für ihren Sieg beträgt etwa 0%. Was rede ich jetzt schon wieder für eine Scheiße? Habe ich irgendwelche Drogen genommen oder so, weil ich jetzt so viel Scheiße rede? Kevin Blei redet Scheiße. Ich rede Scheiße. Ich glaube, den Partner nicht Kevin dreht durch oder sowas. Irgendwas mit mir, wo mein Name drin steht. Blabla. Quatsch mich nicht voll. Das langweilt mich einfach nur. Mann, nach Hölle! Ich will an mit Tournament spielen. Ich will das Spiel jetzt fertig haben. Das langweilt mich zu Tode. Was ist denn hier dran?
Au, 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 au. Na gut, so fertig. Ich spule jetzt vor. Bla bla bla. Sing. Nix, nix Effekt. Nix Effekt. Mass Effekt höchstens. Es ist ein Spiel für die Leute, die es nicht wissen. Mass Effekt. Oh Gott, was rede ich hier schon wieder für ein Müll? Was rede ich? Oh Mann, oh Mann. Ich habe die Falle vergessen zu aktivieren. Das kommt auf einmal, wenn es zu schnell ist. Jetzt überspringe ich nur die gegnerischen Züge. So, hoffentlich hilft uns die Elfenbox weiter. Zauberreaktor. Re. Ne. Re. So, jetzt können wir wieder auf unser Glück hoffen. Nämlich mal Zauber. Zauber, wie kommen wir auf Zauber? Ich meine, Kopf. Steht mir ganz recht, wer scheiße labert, gehört bestraft. Ah. So, Kopf. Yeah. Null Angriff. Null Schaden. Jetzt bin ich wütend. So wütend. Kevin ist wütend und er dreht durch. Durch. Kevin dreht durch, er rastet aus. Oh mein Gott, ich liebe dieses Spiel. Ich liebe dieses Spiel, ich liebe es, ich will es heiraten, heiraten. Ich liebe dieses Spiel, oh mein Gott, ich möchte bitte kotzen. Jetzt sind wir wieder dran, wir sind wieder dran, wir sind wieder dran. So, sie setzt sich verdeckt und Fensterjagdbombe wieder zurück auf deine scheiß Hand, bitte, die so verdammt ist, deine scheiß Hand. Deswegen bist du auch so braun, weil du angeschissen wurdest. Jetzt bin ich zwar, jetzt mach ich zwar einen auf Rassist, aber es stimmt doch. Also nicht bei allen Schwarzen, ich rede hier nur über den hier. Nur über diesen Wichser hier. So. Okay, Bonds. Endphase. So, soll mich das beeindrucken? Ha, soll ich jetzt Angst haben vor deinem Jagdbomber? Als ob der mich jucken würde. Ja, komm. Na klar, aktiviere ich den Effekt von Grebons. Was denkst denn du? Was denkst denn du? Endphase, Endphase. So. Jetzt ruft er sich einen Beschwörungsreaktor. Als ob mich das jucken würde. Nein, diesmal nicht. Ich will seinen Kopf. Scheiße, jetzt wird er geköpft. Jetzt bin ich wütend. Ich bin wütend. Wütend, wütend. So, weg mit dir. Egal was. Oh. Dieses Spiel ist sowas, sowas von geil ist das Spiel, ich liebe es. Was kommt jetzt? Schwerer Sturm, schwerer Sturm. Oh mein Gott, ich liebe es. Ich liebe es. Dieses Spiel, ich liebe es. Das beste Spiel ever. Das beste Spiel ever. Seht ihr das? Das beste Spiel ever. Seht ihr? Das beste Spiel ever. 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 Das beste Spiel ever. Das beste Spiel ever. Das beste Spiel ever. Ich bin sowas von begeistert. Ich liebe es. Ich liebe es. Das beste Spiel aller Zeiten. Oh mein Gott. 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 Dieses Spiel ist sowas. Sowas von geil. Das beste Spiel aller Zeiten. Besser als World of Warcraft. Besser als Skyrim. Ja, Skyrim ist ein Furz gegen dieses Spiel, gegen die Epicness dieses Spiels. Oh mein Gott, ich liebe es. Und besser als Pokémon Black and White, wo jetzt gerade die Musik läuft von der Elite 4, das letztes Jahr rauskam. Oh Gott, was ich auch Let's Playen werde. Aber erst wenn ich dieses Spiel fertig habe, werde ich Let's Playen.
was nie sein wird, weil ich es nie fertig kriegen werde. Und wir sind dabei wieder zu fällen. Ich will wenigstens in diesem Part den besiegen. Mehr will ich da nicht. Ich will nur... Wir haben ja im letzten Part nicht so besonders abgeschnitten, aber jetzt fehlen wir ja nur noch. Jetzt fehlen wir ja nur noch. Das ist doch Müll. Das Spiel ist ein Dreck. So ein großer Dreck ist dieses Scheißspiel. Ich ficke die Macher von dem Spiel ernsthaft jetzt. Jetzt werde ich langsam echt vulgär, aber es stimmt. Nein, Macher. Findest du es geil, mich zu quälen, was? Ja, komm schon. Findest du es geil, was? Ja, jetzt eine Angriffsposition setzen, ne? Oh mein Gott. Dieses Spiel fickt mich total. Oh mein Gott. Spiel, das ist geil. Ich liebe es. Oh mein Gott. Ja, genau. Genau so. Ja, genau. Genau, ich mag es. Ich mag es, wenn du meine Monsterkarten angreifst. Im Gegenteil, ich sollte es verhassen, aber ich mag es. Oh ja. Komm schon, mach weiter. Mach weiter. Na los, stepp mich kein bisschen. Oh ja, genau. Ja, genau so. Und jetzt erst einmal den hier. So, zack. Und jetzt, zack. Und was hast du jetzt für eine Falle? Er hat keine Falle. Ach, wie schön. So, wir sind fertig. Was macht er jetzt? Ja, komm. Ja, genau so. Genau. Ich liebe es. Genau. Schönen Dank auch. Ach, ist das schön. Oh, ist das schön. Mhm. Ich bin begeistert. Die Epicness von dem Spiel ist echt begeisternd. Ach, ist das schön. Ich liebe es. Also, das ist der größte Spielspaß, den ich je hatte. Ich liebe es. Dieses Spiel. Boah. Ich habe ja schon viele Spiele gespielt, ne? Aber dieses Spiel ist sowas von der Hammer. Viel besser als das Geil, was ich gezockt habe. Und viel besser als World of Warcraft. Oh ja, yeah. Genau. Genau. Ich höre nicht auf. Ich beende den Part erst, wenn ich das geschafft habe. So, jetzt mache ich einen auf Sturkopf. So, bla bla bla. Ich mach dieses Spiel fertig. Der heißt nicht mehr Dryger, dieser Gegner, sondern der heißt Spiel. Der Spielersteller heißt er, genau. Oh mein Gott. Ich weiß, es ist echt kein spannendes Let's Play mehr, ich weiß. Ich habe das ja nur displayed, um ein bisschen Yu-Gi-Oh! Zu zocken, aber... inzwischen wird es langsam eine Qual für mich. Ernsthaft jetzt. Jetzt werde ich langsam zu Mirko, der sagt auch ständig ernsthaft. Oh man. So, dann. Naja, was soll ich machen? Ich bin begeistert. Also. Ich mach jetzt mal das. Ich wette, es kommt irgendeine Falle, wenn ich das mache, aber ist mir egal. Kann ich euch zeigen, wie geil dieses Spiel ist? Na gut, diesmal hat es funktioniert. Ein Wunder. Hoffentlich bleibt es auch so. Ja, jetzt sind wir wieder. Er ist dran. Machen wir andere Musik. Rügi Battle! So, ich greife jetzt einfach an. Nee, Quatsch, jetzt kommt noch der Rechner. Mir egal, was für Decke ich jetzt habe. Ich scheiße jetzt komplett auf die Fallen, was er da hat. Ich bin jetzt wütend und greife deswegen nur noch an. Bam! Ich bin so wütend und greife es doch an, egal was er hat. Na schön, er ruft sich einen Jagdbomber nach uns. Soll mich das etwas stören? Wenn er angreift, dann setzt Switch in die Verteidigung. Und irgendwie auch besser, ich spiele im nächsten Zug Mars von Kontrollierst, das ist sogar das Beste. Das Beste! Ah, Quatsch, ich muss es switchen in die Verteidigung, ich habe gar keine andere Wahl. Zack! Ah, ja, geil! Natürlich! Aufschlagen. So, Spalt. So, das ist der Spalt deiner Mutter, du Arsch. So, weg damit. Jetzt noch ein bisschen Monster rein, damit wir mehr Sterne haben für den Rechner.
So, und jetzt kriegt er meine mein Wut, mein Zorn zu spüren. Bam! Bam! Und bam! Stirb! Stirb, Verrecke! Ich werde dich töten, egal was losgeht. Damit noch mal verrottest du im Reich der Schatten, muhaha! Egal was er da hat! So, Switch, damit wir eine Verteidigung haben. So, Angriff! Ich wusste es, dass er eine Falle hat, aber egal, tschüss! So! So macht man dich fertig, du Arsch! Du schwarzes Arschloch, ich mach dich... Ja, ja, genau, das hast du jetzt davon, das hast du jetzt davon! Hässliche Afghane! Ja, auf dieses Gequatsche kann ich verzichten! Ich bin wütend, ich habe keine Ahnung, was wir jetzt machen müssen. Ernsthaft jetzt? Oh man, ich gehe mal zum Stadion, vielleicht gibt's da irgendwas. So. So, mal schauen, ob da jemand drin ist. Hey, Überfall! Banküberfall! Hallöchen! Ah ja, okay, hier geht's im nächsten Part weiter. Okay, dann bis zum nächsten Part und hoffentlich habe ich da etwas mehr Laune. Bis dann, servus!